ihr Lieben, und eine schöne Weihnachts- und Adventszeit wünsche ich euch. Bei mir ist noch nicht ganz Winterstimmung angekommen, denn ich drehe das Video hier vor, dieses Unpacking, und bringe mich jetzt einfach gemeinsam mit euch in Weihnachtsstimmung. Deshalb könnte das gar nicht besser kommen, denn ich befinde mich bis kurz vor Weihnachten in Rea und bin deshalb nicht da. Und deshalb waren die Mädels so nett, mit mir dieses Paket pünktlich auf den Weg zu bringen. Mich hat beschenkt die liebe Sarah Sophie, und wenn ihr sehen wollt, wen ich beschenken durfte von unseren All-You-Can-Read-Mädels, dann schaut unbedingt in der Infobox vorbei. Ich liebe diese Tradition. Ich finde es einfach schön, sich Gedanken zu machen und so auch einfach in Winter- und Weihnachtsstimmung zu kommen. Ich hoffe, ihr habt eine ganz gemütliche Adventszeit hinter euch bzw. noch vor euch und dass ihr die so verbringt, wie es euch gut tut, und auf jeden Fall auch mit gemütlichen Lesestunden. Und ich bin ganz gespannt, deshalb würde ich sagen, schnacken wir gar nicht mehr lange. Ich freue mich, das jetzt mit euch auszupacken und jetzt mit euch so ein bisschen zu zelebrieren. Ich habe länger kein Video mehr gedreht und finde es einfach gerade total schön, wieder so mit euch zu sprechen. Deshalb schreibt mir gerne die Kommentare. Stand ein Buch auf eurer Weihnachtswunschliste? Lest ihr dann besonders gerne verschneite Geschichten oder Krimis? Was ist so euer liebstes Genre zur Weihnachtszeit? Und fühlt euch mal ganz doll gedrückt, und vielen Dank an alle, die jetzt noch hier dabei sind und zugucken. Ich liebe die Geräusche schon, ne? Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. So sieht das Ganze aus, wunderschön verpackt in Rot und in Weiß. Und ich würde sagen, ich schnapp mir jetzt mal erstmal die Karte. Frohe Weihnachten und ein glückliches neues Jahr. Das wünsche ich euch auch und auch ganz besonders dir, liebe Sarah. Oh, das ist schön, das zu lesen. Vielen Dank. Ich werde es jetzt nicht laut vorlesen, aber fühl dich gedrückt und ich kann mich dem nur anschließen. Ich finde das immer so privat, deshalb werde ich es jetzt nicht vorlesen. Aber ist das nicht eine süße Karte? Ich liebe auch die Tradition mit den Mädels, weil man sich dann schön Gedanken machen kann, den anderen eine Freude machen kann und natürlich so ein festes Ritual hat, was immer schöner wird, finde ich, von Jahr zu Jahr, weil man sich ja auch immer besser kennenlernt. Ich würde sagen, ich ziehe einfach mal eins raus. Ich bin ja immer beeindruckt von Menschen, die schön einpacken können, weil ich es eben nicht kann. Und hier hat die Sarah auch ganz süße Washi-Tapes verwendet. Oh, sehr, sehr cool. Lemon Pleasure, freudestrahlender Lieblingstag, Badeschaum. Und ich liebe jeden Duft, der was mit Minze oder Zitrone zu tun hat. Sei es in Kerzform, als Badeöl, als Badeschaum. Und da werde ich mich wahrscheinlich dann heute schon direkt reinlegen. Vielen, vielen Dank. Denn es ist Gott sei Dank ein bisschen kälter geworden. Ich fand das richtig ein bisschen gruselig schon, dass es zur Herbstzeit gefühlt noch über 25 Grad war. Und deshalb, ich begrüße die Kälte jetzt und freue mich dann auf meine Badewanne. Mm, das riecht richtig, richtig gut. Oh Gott, hört ihr mich? Ich glaube, mein Mikro ist schon wieder weg. Ich krieg's nicht hin, Leute, ne? Ich krieg's nicht hin. Unprofessionell wie eh und je. So, jetzt ziehe ich mal das zweite Päckchen raus. Was könnte es sein? Es könnte ein Buch sein. Es könnte ein Heft sein. Ich bin gespannt. Ich finde es auch unglaublich, wie viele Päckchen in diesem Paket sind. Wir haben uns ja immer einen Betrag ausgemacht. Und ein buchiges Geschenk ist auf jeden Fall dabei. Wir haben unsere Wunschliste getauscht. Und dann darf man natürlich noch frei entscheiden. Aber ich finde, das sind ganz schön viele Päckchen. Notizbuch, richtig, richtig cool. Sogar mit so einem Halter, um das festzumachen. Ich liebe Notizbücher in jeglicher Form. Ich bin ein absolutes Listenmädchen. Also sonst würde mein Kopf, glaube ich, vor Chaos explodieren. Ich brauche meine tägliche To-Do-Liste. Ich brauche meine Wochen-To-Do-Liste. Wenn ich mir mal irgendwie was kaufen möchte oder mir was einfällt, woran ich denken muss, wird das alles notiert. Und deshalb wird sowas bei mir auch immer ganz schnell gebraucht und benutzt. Und das werde ich bestimmt auch mit zur Reha nehmen, weil ich die Zeit dann auch nutze, um zu journalen und zu reflektieren und das neue Jahr zu planen. Und ich mir auch immer wieder vornehme, nächstes Jahr werde ich ein Bookjournal machen. Mal gucken. Ich möchte auch nächstes Jahr wieder mit dem Videodreh anfangen. Deshalb eignet sich das doch eigentlich ganz gut dafür. So, und die Katzen spielen auch schon mit dem Geschenkpapier, also sind alle gerade glücklich und zufrieden. Es könnte sein, dass das eine Kerze ist. Ich bin ja ein Duftkerzenmädchen. Ich liebe das. Und es ist auf jeden Fall was aus Glas. Ich lieb's so sehr. Oh, meine ist nämlich gerade alle gegangen und es ist Rainy Forest. Da freue ich mich richtig, richtig doll drüber. Ich liebe Regen.
Mein Freund wird wieder mit dem Kopf schütteln. Er arbeitet auch draußen. Er ist jetzt deshalb auch nicht der größte Freund von Regen. Aber ich finde, es gibt nichts Schöneres als einen Regentag, wenn man sich dann ein Buch schnappt und sich aufs Sofa legt und dann noch spazieren geht. Also ich kann auch gut im Regen spazieren gehen. Das riecht richtig lecker. Auf jeden Fall riecht es ein bisschen nach Regen, so ähnlich wie die von Goose Creek, wenn da Regen mit drin sein soll. Also wenn es so nach Regen riechen soll. Ja, riecht sehr gut. Und man riecht auch ein bisschen den Wald. Und das passt ja auch perfekt, wenn ich heute Abend baden gehe, wird die auf jeden Fall angezündet. Vielen Dank, Sarah. So, machen wir schnell weiter. Es sind noch so viele Päckchen hier drin, ne? Und alle so hübsch verpackt einfach. Ich hoffe sehr, dass ihr mich noch sehen könnt, weil es verdunkelt sich gerade draußen immens. Aber wie ihr wisst, liebe ich ja solches Wetter und es darf auch gleich gerne regnen. Und dann ist es noch schöner, gleich mich in die Wanne zu legen. Ein Stück Seifenglück, Pistazienölseife. Pistazienölseife, wie wird die riechen? Die riecht richtig gut. Nicht so blumig, also das nicht, dass man davon Kopfschmerzen kriegen würde. Und die sieht dann mal richtig, richtig schön und hochwertig aus. Und in meiner Lieblingsfarbe grün. Aber ich bin jetzt schon richtig happy und ich komme auch immer mehr in Weihnachtsstimmung, also vollkommen geglückt. Und ich glaube, wir packen jetzt mal das Päckchen aus, wo sich ein Buch drin verbirgen könnte. Ich habe eine neue Wunschliste angefertigt, habe die natürlich wie immer nicht mehr so ganz im Kopf. Und bin sehr gespannt, für welches Buch sich Sarah entschieden hat. Das ist ja auch immer interessant zu sehen, welches der Bücher der andere für einen auswählt und was dahinter stecken könnte. Ob man es vielleicht selber gerne lesen würde, ob es gut zum Weihnachtsthema passt. So, das packe ich jetzt so aus, dass man das noch verwenden könnte. Und ich bin gespannt. Das letzte Ritual von Irsa Sigurdóttir. Ach cool, ich wusste gar nicht, wie das Cover aussieht. Mega. Ich bin aktuell in einem total Irsa-Fieber. Sie schafft es für mich, Kriminalgeschichten mit Übersinnlichen zu verknüpfen. Und ich bin ja ein großer Grusel- und Horrorfreund und Freund des Mystischen. Und hier schafft ihr es das wirklich in ihren Werken, beides miteinander zu verbinden. Es herrscht immer eine sehr dichte Atmosphäre. Und das passt für mich auch richtig gut in den Winter und zu langen Winterabenden, wenn man sich aufs Sofa flätzt und vielleicht ein bisschen Spannung mit einer Prise Grusel möchte. Und hierauf freue ich mich sehr. Ich werde es mal vorlesen. In der Universität von Reykjavik wird die Leiche eines jungen Deutschen gefunden. Der Geschichtsstudent war fasziniert von alten Hexenkulten und sein Mörder hat ihn ein merkwürdiges Zeichen in die Haut geritzt. Aber die isländische Polizei glaubt an ein Drogendelikt und verhaftet einen Dealer. Die Eltern des Opfers misstrauen den Ermittlungen. Sie beauftragen die junge Anwältin Dora, den Fall noch einmal aufzurollen und auf der Suche nach dem wahren Mörder findet Dora über dunkle Rituale mehr heraus, als ihr lieb ist. Und ich muss gestehen, ich lese gar nicht mehr so gerne typische Kriminalgeschichten, wenn die Polizei ermittelt oder wo es dann auf Mörderjagd geht, sondern ich mag das sehr gerne, wenn Privatpersonen hinter so einem Rätsel stehen. Aber bei Irsa stört mich das gar nicht, weil das immer so toll beschrieben ist und so schön verknüpft ist mit eigenen Schicksalsschlägen. Und ich freue mich sehr auf dieses Buch. Gerade Hexen und Rituale, das ist total passend für mich. Und deshalb vielen, vielen Dank, Sarah. Ich freue mich. Jetzt sind hier immer noch drei Päckchen drin. Also ich habe auch angegeben, also das Buch darf gerne gebraucht sein. Ich muss aber sagen, dass das wie neu aussieht. Und wenn es gebraucht ist, hätte Sarah das nicht besser auswählen können, wirklich. Das klingt immer so lecker. Bin ich die Einzige, die das lecker findet, wenn Geschenkpapier kräuselt, sich kräuselt? Ach, sind die süß. Schaut mal bitte. Halloween-Socken und ja, auch gerne noch Halloween-Sachen zu Weihnachten, in den Frühling, im Sommer, immer her damit. Und auch noch mit Kätzchen. Wo hast du die gefunden, Sarah? Kindersocken, okay, Größe 39 bis 42, aber gut. Zweimal und die leuchten sogar im Dunkeln. Ich kann nicht mehr.
Okay, ich muss Sarah unbedingt fragen, wo sie die her hat, denn ich fange so langsam an, auch für Halloween zu dekorieren außerhalb dieser Jahreszeit. Also so langsam schleichen sich auch so Deko-Elemente aus dem Herbst ein, die ich dann einfach das ganze Jahr stehen lassen könnte, weil ich das so liebe und mich das so glücklich macht. Und ich bin einfach ein absoluter Fan von Halloween und von allem, was dazugehört. Da kann man ja auch einfach die Küche so in Orangetönen halten und dann da mal eine kleine Spuktasse hinstellen und eine Laterne. Okay, ich sehe jetzt nicht, dass sie leuchten, aber ich glaube, das muss man dann wirklich erstmal richtig im Dunkeln machen. Ich liebe sie. Danke, danke, danke. Und die kommen auch mit, wenn ich in Reha fahre. Die packe ich direkt ein. Ich bin jetzt schon fix und fertig mit den Nerven. Was für ein schönes Päckchen, wirklich. Könnte das sein? Es könnte Kaffee sein. Das wäre richtig, richtig nice, weil unser Kaffee ist auch heute leer gegangen. Und ich liebe Kaffee, aber ich will jetzt auch nichts Falsches sagen. Oh Gott, ich kann nicht warten. Ich muss es jetzt zerreißen. Es ist Starbucks-Kaffee. Die Geschmacksrichtung kenne ich noch nicht. Ich hole mir manchmal zu Weihnachten diesen Christmas Blend, weil ich den unwahrscheinlich lecker finde. Und ich weiß, Starbucks ist überteuert. Trotzdem bin ich auch ein Mädchen, die sich dann ein, zweimal im Jahr den Pumpkin Spice Latte gönnt. Aber das ist mein Guilty Pleasure. Was soll ich euch sagen? Da freue ich mich sehr drauf, den nachher mal zu testen, weil den kenne ich noch nicht. Auch hier voll ins Schwarze getroffen. Wie ist das bei euch? Seid ihr Team Kaffee oder Team Tee? Ich bin definitiv mehr Team Kaffee, weil ich einfach Kaffee jeden Tag literweise trinken könnte. Aber ich liebe es auch sehr, immer eine gute Auswahl an Tee da zu haben. Das habe ich schon von meiner Mutter. Ich bin so groß geworden, habe immer sehr, sehr viel Tee getrunken. Aber wenn ich mich entscheiden müsste, wäre es immer der Kaffee. Können wir nun zum letzten Päckchen, auch wieder sehr schön verpackt. Und was könnte das sein? Es ist wieder etwas härter, vielleicht noch ein Notizbuch. Also Sarah, du bist verrückt, wirklich. Ich weiß, man sagt das so oft, aber ich freue mich wirklich über jedes einzelne Goodie in diesem Paket. Das schreit alles in meinen Namen. Es ist nicht dein Ernst. Jetzt bin ich richtig sprachlos, weil das wirklich noch eine richtig edle Schmuckausgabe ist, die wunderschön aussieht. Und das ist das Gespenst von Canterville von Oscar Wilde. Guckt euch mal diese Ausgabe an. Oh mein Gott, Sarah. Oh, da freue ich mich so sehr drüber. Wahnsinn. Ich habe das Gespenst von Canterville damals in der Schule gelesen und sehr gemocht, das weiß ich noch. Und dann habe ich ja das Bildnis des Dorian Gray, Moment, gelesen und geliebt und habe mir diese Schmuckausgabe dieses Jahr geholt. Ich weiß, dass viele mit der Geschichte nichts anfangen können, aber es gehört wirklich mit zu meinen absoluten Lieblingsbüchern. Und deshalb war ich so. Und deshalb wollte ich unbedingt das Gespenst von Canterville auch in einer Schmuckausgabe haben. Und mir ist auch vor kurzem erst aufgefallen, dass es von Oscar Wilde ist. Ich habe das damit gar nicht so verknüpft mit ihm. Und ich freue mich sehr, das nochmal zu lesen, weil ich es wirklich das letzte Mal, glaube ich, in der 7., 8. Klasse gelesen habe. Also schon einige Zeit her. Und ich finde, das passt auch richtig gut in den Winter. Und wie gesagt, ich liebe Schauergeschichten. Und vielen, vielen Dank. Ich weiß nicht, wie du das angestellt hast, aber ich weiß nicht, wo du die Socken her hast. Ich weiß nicht, wo du so gute Bücher her hast. Wahnsinn. In so guter Qualität und wirklich, du hast mich immens glücklich gemacht, Sarah. Vielen, vielen Dank. Und damit werde ich mir heute einen richtig schönen Leseabend machen können. Sibi ist auch schon begeistert und sitzt mittendrin. Schaut unbedingt bei der lieben Sarah Sophie natürlich vorbei. Bei allen anderen von dem All You Can Read Buchclub und schaut, was wir uns gegenseitig ins Päckchen getan haben. Ich hoffe nochmals, dass ihr wirklich eine schöne Weihnachts- oder Winterzeit habt, dass ihr euch richtig schön einkuschelt, dass ihr gesund und fit seid. Ich will nicht zu viel versprechen, aber ich möchte unbedingt im nächsten Jahr wieder mehr Videos drehen und freue mich natürlich über jeden oder jede, die noch mit dabei ist und fühlt euch ganz doll gedrückt und bleibt bunt, ihr Lieben. Nicht vergessen, bunt bleiben und schöne Feiertage noch.